Hallo und schön, dass du wieder reinschaust. Dass ihr da seid, freut mich sehr. Heute habe ich eine ganz große Aktion für euch. Und zwar Betthimmel, Wiegenhimmel, Baldachine für drinnen, für draußen. Einfach genäht aus Satinstoff, aus Paneesamt, aus wasserfester Plane, Segeltuch. Wie ihr das möchtet, in groß und klein, fürs Einzelbett, Doppelbett, Wiege oder für draußen. Bei mir war es jetzt unter anderem mal ein Baldachin, einen leichten Sonnenschutz, aber vor allen Dingen fürs Wohngefühl, für draußen. Groß, luftig, voluminös, aber wirklich ganz, ganz einfach gemacht. Und ich erzähle euch, wie ihr ausmessen müsst für Wiege, Bett, Doppelbett, Sofa, Lounge draußen, wie ihr das möchtet. Und dann nähen wir jetzt einfach mal, auch für Anfänger geeignet, denn ich zeige alles Schritt für Schritt. Und noch mehr Dekos passend für drinnen und für draußen findest du in meinem Kanal. Los geht's! Gerade bei so einem leichten Wind, aber auch viel Sonne ist das eine Wohltat. Man kann das auch über ein altes Gestell in Hollywood-Schaukel machen, über eine Schaukel, beim Baum. Das lässt sich überall einbringen, weil wir Bänder haben und dann einspannen. Die Mitte ist einfach nur, ich nehme gern einen Ast. Du kannst einen Besenstiel nehmen, eine Gardinenstange, da wird es draufgezogen und das kann man dann wirklich in einem Baum hängen. Auf die Hollywood-Schaukel, wie gesagt, in der Lounge und. Zum Stoff. Ich habe wunderschönen, ganz toll glänzenden Satin. Verwenden wir die Champagnerfarbenen, also einen hellen, damit man besser sieht, was ich überhaupt mache. Der ist 1,40 breit, gibt auch 1,60, 1,80, muss man nur ein bisschen suchen. Paneesamt geht auch, lässt sich nur ein bisschen schwerer nähen, aber mit der richtigen Nadel auf jeden Fall auch. So, man kann auch für draußen abwaschbare Tischdecke nehmen, obwohl die ist schwer zu nähen und wegen den Falten nicht so gut. Aber Segeltuch geht oder andere Outdoor-Stoffe, die dünner sind. Natürlich kannst du auch eine riesengroße Tischdecke nehmen, das funktioniert auch mit einem tollen Muster oder einen anderen Stoff mit dem passenden Muster, vielleicht für das Babyzimmer, Kinderzimmer, für die Lounge, einen orientalischen Stoff oder so, funktioniert alles. So, und jetzt würde ich anhand einer Zeichnung mal zeigen, wie du berechnen musst, wie lang du brauchst. So, ich habe hier mal eine kleine Zeichnung vorbereitet. Und zwar Wiege oder Bettchen. Du musst dir überlegen, wie hängst du dein Himmel auf. Du kannst an die Decke eine Öse machen und einen Ring einhängen. Mit einem schönen Band. Muss aber richtig festes sein. Oder am Draht und ein Band. Und dann kann der Stoff da durch. Das funktioniert genau. Oder du nimmst eine Stange, Gardinenstange, eine kurze. Ein Ast sieht ganz toll aus, ein kräftiger Ast. Da habe ich ganz oft gemacht. Und der wird dann auch mit zwei Ösen an der Decke festgemacht. Und dann bitte wirklich richtig gut festmachen. Ein Draht dazwischen, ein Schmuckband oder so, aber dass es richtig dolle hält. Hier oben werden dann die 1,40, 1,60, 1,80 eingezogen. Hier genau das gleiche. Musst du dir überlegen, wo das ist. Wird drüber hingestülpt. Und die Ösen, die dann hier im Holz sind und die Bänder, halten dann den Stoff da, wo soll. So, wie lang brauchen wir? Ich habe jetzt mal die Front von dem Bettchen hier aufgemalt. Und dann misst du von dem Stab, der oben gehen sollte, von der Mitte abwärts, wie weit der Himmel nach unten soll. Ums Bettchen noch so ein bisschen rum wäre schön. So. Ist jetzt ein bisschen weit gemalt. So, und dann nimmst du die Seite, misst du runter, wie weit das sein soll. Und das mal zwei. Wir haben ja zwei Seiten, ne? Dann hast du deine Länge. Beim Doppelbett, Einzelbett ist genau dasselbe. Du guckst, wie weit soll es oben hängen. Und gehst dann
von der Mitte abwärts nach unten. Plus 50 cm auf jeden Fall, weil hier die oben die Raffung nimmt dir noch ein bisschen was weg. Und dann hast du deine Länge. So hast du deine Falten. So, und dann wird hier hinten kann man dann zunähen. Vor allem bei der Wiege und beim Mädchen müsste das schon sein, beim großen Himmel eigentlich nicht. Plus 50 cm. Und hier würde ich beim Doppelbett plus 1 Meter und beim einzelnen Bett auch plus 75 cm ungefähr. Und dann hast du das, was du brauchst. Wichtig, wenn du die Bänder zum Aufhängen auch von dem Stoff machen möchtest, brauchst du auf jeden Fall nochmal 25 bis 50 cm länger, wenn du die Bänder auch machen möchtest aus dem gleichen Stoff. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Und wenn es am Boden sein soll, halt noch ein bisschen länger, das musst du dir jetzt mal überlegen, wie dir es am besten gefällt. So, es kommt immer darauf an, wie viele Bänder man braucht, in welcher Form man den Himmel, den Baldachin macht. Ich habe jetzt da 6 cm dreimal von der Breite abgeschnitten. Und dann kann man sich Bänder nähen. Das zeige ich dann auch noch. Oder man nimmt Satinbänder, Schmuckbänder, Spitze. Das kann man dann alles noch dann anpassen. Bei meinem Baldachin, so, Bänder ist auf die Seite, müssen wir zuerst eine Mittelnaht machen und dann nehmen wir den ganzen Stoff einfach in der Mitte zusammen, schöne Seite nach außen. Ich habe jetzt bei mir insgesamt 6 Meter, aber ich mache das auch richtig groß und jetzt müssen wir den erstmal, das ist die Webnaht, zuallererst müssen wir den rundherum säumen, vergessen, und dann machen wir in die Mitte. Passendes Nähgarn aussuchen und dann nehmen wir die Nähmaschine. So, egal wo wir anfangen, an irgendeiner Ecke, schön die schöne Seite nach außen und dann machen wir Füßchen breit mit dem Gradstich eine 4. Einmal umklappen, nochmal umklappen und das Füßchen und dann Füßchen breit rundherum so säumen. Anfang hin und her. Bei mir ist es der größte Stich 4. So, und dann kann man sich das, wenn man ungeübt ist, auch mit Stecknadeln feststecken. Das macht man dann zuallererst. Dann setzt sich hin, Füßchen breit, abgesteckt. Und dann kann man es rundherum nähen. Alle 4 Seiten müssen jetzt erst so ordentlich gesäumt werden. Das ist das nächste, was wir machen müssen. So, ich zeige noch mal die Ecke, wenn wir vorne sind, dann klappen wir erst, also hier haben wir schon genäht, das sind wir am Nähen, wir klappen die Ecke als Dreieck hoch, Dreieck, dann klappen wir es einmal hoch und nochmal hoch und dann ist es ganz, ganz ordentlich. Dann nehmen wir was vorne, manchmal muss man das Füßchen mal hochheben, sonst schiebt es weg. So, und dann am besten mit der Hand drehen und die Nadel in das Geklappte runter. So, dann machen wir es hoch. Eins nach innen, noch eins nach innen. Nadel runter. Bisschen festdrehen. So, und dann nähen wir einfach weiter. So machen wir die Ecken. So, und jetzt zeige ich am Papier nochmal die einzelnen Schritte nach und nach, weil wenn man großen Stoff hat, sieht man es gar nicht.
Hier ist eure Länge, da ist eure Breite. Bei mir sind es hier 6 Meter und da 1,50 Meter. Du hast deins gewählt. So, also müssen wir als erstes jede Seite, wie ich gezeigt habe, säumen. Ne? Alle vier Seiten säumen, einmal rundherum. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir müssen hier die unschöne Seite, die innere Seite, nach innen machen und umknicken. Einmal in der Mitte. Genauso. Einmal knicken. Die zune Seite ist hier. Und jetzt nehmen wir Stecknadeln und stecken uns hier ab. Du musst nach der Stange oder dem Seil oder wo du dran den Himmel bald hängst, ausmessen, dass das gut drumherum passt. 4 cm ist immer ganz gut zum Abnähen. Feststecken und dann nähen wir ab, ne? Genau da. So. Hier wird gerade durchgenäht. Gerader Strich, Stich, Anfang, Ende gut hin und her. Bei mir geht die Stichlänge bis 4. Ich nehme hierbei eine 3. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Erst Ränder säumen. Säumen. Alle 4 Seiten. Zweitens. Mittelnaht. Naht. Nach deinem Stock, deinem Stab, deinem Seil, bei mir 4 cm. Insgesamt hat man ja dann 8. Mal hinten ist ja auch noch, aber das ist so. Und drittens nehmen wir dann die Bänder. Falls du nicht eher ein Spitzenband nehmen möchtest, eine Kordel oder. Ne? Das ist dir überlassen. Da kann man alles Mögliche nehmen. Und dann machen wir das jetzt erstmal. Ich zeige jetzt die einfachsten Bänder, aber die sehr stabil sind, die man nähen kann. Wir hatten die Streifen geschnitten, von der ganzen Länge dann ab. Und die habe ich pro Streifen gedrittelt. Du musst ausrechnen, wie viele Bänder du brauchst. Oben festmachen, an der Stange, hinten und vorne. Dann vielleicht ein breites Band, um es zu raffen. Oder wieder rechts und links in Band, um es an die Wand oder am Bett festzumachen. Oder beim Pavillon. Schauen wir dann nochmal beim Papier. Erkläre es dann aber genau. Aber ja, so werden die Bänder genäht. Also ich habe meinen Streifen, die schöne Seite ist unten. Dann klappe ich das erste Stück hoch, dann das 1 cm ungefähr nach innen, das auch. Das kann man vorher auch sehr schön anbügeln wie ein Schrägband. So muss das aussehen. Dann klappe ich es komplett zu und nähe es mir. So, am Anfang ein bisschen weiter auf der Seite, hin und her, ganz wichtig. Sonst rutscht es raus. So, und dann eine Seite nach innen, die nächste Seite nach innen und beides zusammengeklappt. So, wenn es da raus will, einfach der Finger genommen und reingeschoben. Kann man sich vorher wunderbar bügeln, wie gesagt, oder mit Stecknadeln feststecken. Quer hält es dann gut. Und dann nähen wir das am Rand entlang fest. Also, einmal in die Mitte, andere Seite in die Mitte. Dass sie sich treffen, zusammengeklappt. Das gibt wunderschöne Bänder. Und dann hier genäht. Und das Ende muss natürlich dann auch eingeklappt werden, wie der Anfang, damit es nicht ausfranst. So, so, rein, ausstreichen, abnähen. Das dauert seine Zeit, aber man hat dann wirklich richtig stabile Bänder. Ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen schneller, damit ihr es seht. So, Ende wird auch nach innen geklappt. Dann die Seite, Seite zusammengeklappt und dann ist alles drin.
So, und da, wo die Webkante nicht ist, ist es ganz gut. Also hin und her. Bis an die Ecke. Nadel hoch, rumgedreht und nochmal abgenäht. So, Band ist fertig. Und so machen wir jetzt alle Bänder erstmal. So, das sind meine ganzen Bänder, die ich jetzt gebraucht habe. Schimmert so schön. Und dann zeige ich am Papier, wo sie angebracht werden und wie es weitergeht. So, wie geht's weiter? Es kommt darauf an, ob du jetzt deinen Himmel wie für die Wiege hinten geschlossen haben willst. Hier oben wird gerafft, hier vorne ist es auf. Dann kann man es in Falten legen, aber hier hinten muss geschlossen werden. Also wie gesagt, wenn es hinten zu sein soll, nähst du ab diesem Punkt nicht um den Tunneldurchzug zunähen, sondern nur hier runter nähen. Innen und das gesäumt aufeinander und machst eine gerade Naht bis runter. Das ist wichtig. Also, viertens an Klammern, Ende, Rand, zusammen nähen. Aber, Fragezeichen, Ausrufezeichen, nur wer das möchte. Ich brauche es zum Beispiel nicht. Fünftens kommen die Bänder dran. Ich brauche ein Band hier, hier, ich brauche ein Band da, du wahrscheinlich auch, und damit es nicht auch von der Stange rutscht. Und vor allen Dingen kann man mit diesem Band eine Öse in die Decke machen, also eine Öse in die Decke machen im Balken oder sonst irgendwie was, und kann dann daran an den Bändern das aufhängen in der Luft, wenn man das möchte. So, dann brauche ich noch in der Mitte ein Band. Da und da, da und da. Und auf der anderen Seite, hier brauche ich es nicht doppelt. Das ist unsere Stange hier oben. Kommt die Stange rein? Stange. So, da habe ich ein Band und da habe ich ein Band. Aber ich brauche für mich da noch eins und da. B, B und da auch noch. Band, Band. Musst du gucken, wie es bei dir am besten ist. Wie du es anbringst. Bei mir wird das eher ein Baldrian. Ein großer Himmel. So. Also. So wird das da aufgehängt, entweder hinten zu bei einer Wiege oder im kleinen Bett oder Einzelbett, wie du das möchtest. Wenn es hinten zu ist. So, und hier und da, vorne gesehen, braucht man ein längeres Band, wenn man es raffen möchte, an der Wand. Dann fällt aber das Band, das Band, das Band, das Band und das Band und das Band weg. Musst du dir überlegen, wie dir es am besten gefällt, ne? Wenn wir es dann in Falten machen und hängen es so übers Bett. So, und dann muss es jeder anpassen an sich, wie es am besten ist, wie es einem am besten gefällt. Es ist immer wichtig, dass man mittendrin nochmal misst und und guckt, wo kommen jetzt meine Bänder hin. Einfach mal in die Stange schon mal hängen und dann auslegen, auf die Stange ziehen, wo es hin soll. Und dann mit Stecknadeln markieren, ja, da muss das Band hin. Das habe ich jetzt gemacht. Stecknadeln sind drin. Und jetzt zeige ich, wie das Band angenäht wird. So, wir sind auf der linken Seite, da war die Stecknadel. Dann nehmen wir uns das Band in die Mitte und legen das Band in der Mitte so drauf, weil wir dann können wir es schön anbinden. So, und dann nähen wir da Geradstich 3,
So, jetzt ist gleich der Faden durch. Vorführeffekt. Na. Dann muss ich halt neu. Ja, ja. Das hat nicht. So, und dann hin und her drehen. 4-5 Mal auf jeden Fall. Und dann hat man das Band so dran. Und kann es dann gut befestigen. Natürlich dann auch länger, wenn es an die Wand muss, mit Graft, dann ist es 3-mal so lang. Das muss wirklich ausgemessen, ausprobiert werden. Und jetzt mache ich alle Bänder dran. Und dann ist es auch schon bei mir fertig. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, ein großer Baldachin, ein leichter Sonnenschutz, nicht regensicher, aber man kann es auch aus regenfester Segeltuchplane machen und das gleiche nähen. Bei mir ist es das. Den Babyhimmel habe ich schon fertig und auch für meine Töchter die Himmel. Und das ist jetzt mal ein großer, aber wie gesagt, man kann damit alles machen. Und dann hoffe ich, es hat gefallen. Du konntest gut mit mir arbeiten, nähen. Und kannst jetzt deine Projekte weitermachen, für drinnen, für draußen, für ein ganz tolles Wohn- und Lebensgefühl, zum Chillen, Entspannen, Schlafen, Träumen. Noch viel mehr Passendes findest du in meinem Kanal. Schau doch mal rein, für jeden Monat des Jahres ganz besondere Ideen von mir, für dich, für euch, von mir entwickelt und gefertigt. So, und eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, Kerstin. Tschüss, schön gesund bleiben oder werden.